Ich mache mein Instagram auf, weil ich habe gesagt, ja, hier, bitteschön. Habe mein Handy hier gegeben, habe gesagt, hier, bitteschön, mein Instagram. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In seinem neuen Instagram-Video gibt Pietro Lombardi Einblicke in seine Beziehung mit Freundin Laura. Am 22. Oktober veröffentlicht der Sänger eine Instagram-Story, in der er amüsiert von einer lustigen Geschichte mit seiner Freundin berichtet. Laura hat bereits seit längerem das Gefühl, ihr Lebensgefährte würde ihr etwas verheimlichen, wenn nicht sogar fremdflirten. Am vergangenen Sonntag versucht sie Pietro zur Rede zu stellen, als sie ihn vermeintlich auf frischer Tat ertappt. So soll der ehemalige DSDS-Gewinner auf der Couch gelegen und Frauen bei Instagram angeschrieben haben. Pietro erzählt, dass Laura beim Fensterputzen seine Aktivitäten auf der Social-Media-Plattform verfolgt hat und er später versucht, ihn wegen des angeblichen Betrugs zur Rede zu stellen. So verlangt seine Freundin den Zugang zu seinen Instagram-Nachrichten, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Pietro gibt ihr reinen Gewissens sein Smartphone und beobachtet belustigt, wie seine Freundin sich den mutmaßlichen Fremdflirt durchliest. Hallo, hier ist Pietro Lombardi. Ich habe Ihre Gartenarbeit gesehen. Richtig cool. Wir machen jetzt ein Haus und ich würde mich gerne mal mit Ihnen treffen, um mich zu beraten. Als Flirten kann man diese Kontaktaufnahme wohl kaum bezeichnen. Laura rechtfertigt ihr Verhalten danach auch noch. Wisst ihr, was mein Problem war? Dass ich nur Nachrichten auf Instagram geguckt habe, weil ich glaube sonst auf WhatsApp oder so hat er irgendwelche archivierten Verläufe oder das so. Stimmt. Und hundertprozentig.